Hallo Freunde der Aquaristik. Ich werde häufig gefragt, wie kriege ich meine Gesamthärte runter? Das ist natürlich ein weitläufiges Thema und man kann die Gesamthärte teilweise mit Torfgranulat ein wenig senken, und zwar um den Betrag der Carbonathärte oder beziehungsweise um den Betrag der gesenkten Carbonathärte. Aber weiter geht's nicht. Das heißt also, in vielen Fällen reicht das nicht, vor allen Dingen, wenn man Tiere aus Südamerika, zum Beispiel aus den südamerikanischen Flüssen pflegen möchte oder aus westafrikanischen Flüssen oder teilweise auch aus den asiatischen Tropen. Also, wie gesagt, das Problem ist halt einfach, wie kriege ich die Gesamthärte runter? Viele scheuen die Anschaffung einer Osmoseanlage nicht nur aufgrund des Preises, weil heute kosten die nicht mehr viel, sondern häufig aufgrund der Abwasserbelastung, also der Abwassergebühren. Weil die meisten Osmoseanlagen haben eine Ausbeute von 1 zu 4, das heißt ein Teil Osmosewasser zu 4 Teilen Abwasser. Das geht natürlich ganz schön ins Geld, vor allem wenn man viel und häufig Wasser wechselt. Ich möchte hier einfach mal eine andere Möglichkeit in den Raum stellen. Hier geht es mir um die Verwendung von Regenwasser für den Wasserwechsel. Regenwasser ist ähnlich wie Osmosewasser. Es kommt quasi vom Himmel als destilliertes Wasser. Das heißt normalerweise frei von irgendwelchen Salzen. Allerdings ist in der Luft oft Staub oder andere Partikel gelöst bzw. vorhanden. Und die werden dann im Regenwasser gelöst. Auch wenn das Wasser über ein Dach zum Beispiel gesammelt wird, dann kann sich also auch auf dem Dach diverser Schmutz und Staub ablagern. Und der wird dann quasi auch genauso in die Behälter gespült. So, jetzt ist die Frage natürlich, ist Regenwasser geeignet, um für das Aquarium als Wechselwasser zu dienen? Da muss man differenzieren. Also wenn die Möglichkeit besteht, dieses Wasser ausreichend lange abstehen zu lassen, dass sich Schmutz absetzen kann in der Tonne, oder wenn man die Möglichkeit hat, mit einem kleinen Filter oder was auch immer die Stoffe aus dem Wasser rauszufiltern, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass man Regenwasser benutzt. Auch gut wäre es, wenn man das Regenwasser vor der Verwendung über Aktivkohle filtert, um auch eventuell gelöste chemische Bestandteile aus dem Wasser zu entfernen. Zur Sicherheit sollte man das Regenwasser vorher durchmessen, vor allem den pH-Wert und die Gesamthärte bzw. den Leitwert besser. Entsprechend bei sehr niedrigem Leitwert ist es durchaus angeraten, das Wasser wieder aufzuhärten, um da die gewünschte Gesamthärte zu erreichen, beziehungsweise den gewünschten Leitwert. Also früher war es so, dass also vor, was weiß ich, 30, 40 Jahren war das Regenwasser also eigentlich nicht geeignet, weil da also sehr viele Sulfate im Wasser gelöst waren. Das nannte man früher sauren Regen. Das hat also ganze Wälder vernichtet. Das ist heute also eher nicht mehr der Fall. Und auch andere Schadstoffe sind heute bei weitem weniger als noch vor 30 Jahren. Ja, also wie gesagt, um Regenwasser zu verwenden, muss man es wieder auf den Wert aufhärten oder mit Leitungswasser verschneiden, dass man wieder auf die gewünschten Werte kommt. Und dann ist Regenwasser also problemlos zu verwenden. Also ich persönlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde Regenwasser also durchaus sehr gerne für meine Aquarien verwenden. Alternativ könnte man auch, wenn man die Möglichkeit hat, eine Quelle in der Nähe zu haben, könnte man unter Umständen noch Quellwasser verwenden, wenn das entsprechend weich ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Für unser zukünftiges neues Projekt brauchen wir ein bisschen eure Unterstützung. Nutzt bitte den Link unten in der Videobeschreibung und kauft eure Artikel über Amazon bitte über unseren Link. Davon bekommen wir eine kleine Provision, die euch keinen Cent extra kostet. Ja, und jetzt kommt wieder der übliche Endkladderadatsch. Bitte liken, abonnieren
Glöckchen bimmeln und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von der Verwendung von Regenwasser haltet, beziehungsweise ob ihr eine Osmoseanlage verwendet oder auch schon mal drüber nachgedacht habt, Wasser aus einer Quelle zu verwenden. Vielen Dank für euer Interesse.